just take girls that aren't me. Hey Leute, hier sind wir Robner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute zeigen wir euch ein kleines Easter Egg in Advanced Warfare und ich würde sagen, Benny startet gleich mal mit, was es eigentlich ist. Genau, auf der Map Compound, das ist jetzt vom neuen DLC, gibt es ein richtig geiles Easter Egg. Ihr kennt bestimmt alle die beste und geilste 1v1 Map, die es jemals in Call of Duty gegeben hat, nämlich Rust. Und die ist dort auf der Map versteckt, also ein kleines Easter Egg. Man muss ein bisschen im Zuseher-Modus out of Map fliegen und dann sieht man hinten, wie die Map nachgebaut wurde. Zwar nicht hundertprozentig perfekt, aber kommt ziemlich nah ans Original ran und ich finde es nämlich ziemlich geil, dass die dort hinten dieses Easter Egg versteckt haben, also Rust aus MW2. Und ja, was sagst du dazu? Ja, die haben auch wirklich auch manche Details hingemacht, zum Beispiel, da gab es den Gang in die Mitte von der Seite, dann der Weg, der nach oben führt, was das für ein Schachtding ist, dann gibt es die Leiter von ganz unten nach ganz oben und das ist out of map, das sieht man eigentlich gar nicht, nur im Spectator-Modus und die haben das da einfach hingemacht. Ich meine, es gibt auch schon ein Remake von Shipment in Advanced Warfare. Nicht in Advanced Warfare, in Ghost war das, genau. In Ghost gab es den und... Ja, wir haben immer Ghost dabei, was ist los bei uns? Ja. Bei jedem scheiß Commentary haben wir Ghost dabei, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, das sind so Maps, so richtig kleine Maps von damals, die einfach richtig geil waren. Und ich hätte es einfach so gefeiert, wenn wirklich ein kompletter Remake von Rust in den neuen COD mal kommt. Vielleicht wird es ja in Black Ops 3 so sein, dass da wirklich ein Remake kommt, weil das sind Maps... Die hat man gefeiert, die hat man 1 gegen 1 gespielt, die hat man frei für alle gespielt. Da hat man einfach just for fun auch mal mit den Freunden 4 gegen 4 oder so gespielt und komplett wahnsinnig herumgeschossen, weil die einfach so klein war. Und ist auf jeden Fall genial, dass dann Easter Egg in AW drinnen ist, einfach out of map sowas. Eine komplette Map in einer Map nachgebaut. Alleine wenn man sich das überlegt, jetzt, das ist irgendwie ein Brainfuck, aber... Genau, und für eine DLC-Map haben sich die irgendwie dann so viel Aufwand gemacht, finde ich irgendwie ein bisschen geil, dass dann wirklich die extra die Map nochmal reingemacht haben. Und man muss echt sagen, das Game, da kann man ja drüber streiten, wie man will, das Rumgejumpen fuckt uns alle ab, muss man fast sagen. Aber das Entwicklerstudio an sich, ja, so geil, die haben aus MW2 haben die jetzt im DLC Hi-Rise reingebracht, ich kenne ja nicht genau Sky-Rise. Sky-Rise heißt es, genau. Und jetzt wird dieses Easter Egg mit Rust und so, eigentlich wäre das so ein verdammt geiles Entwicklerstudio, die haben echt coole Sachen gemacht. Nur das fucking Rumjumpen ist halt ausgelutscht. Ich hoffe einfach, dass sich da irgendwie Black Ops 3, also Treyarch, auch ein kleines Vorbild dran nimmt und auch so coole Sachen macht. Würde ich zumindest extrem fern, nämlich, ich kann mich noch zurückerinnern, wie ich, keine Ahnung, 13, 14 war oder so. Natürlich war ich auch immer so ein kleines Kiddy, ja komm, lass One vs. One machen. Da hat man sich noch auf Rust getroffen früher in MW2 und dann... Diese Streitereien ausgetragen, war richtig geil. Oh ja, ja. Ja, es sind auf jeden Fall solche Sachen, die das ein bisschen spezieller sind. Ich meine, man sieht zwar immer wieder Easter Eggs irgendwo auf der Map, aber eine komplette Map nachgebaut als Easter Egg, das ist schon besonders. Und ja, das war's eigentlich mit dem Video für heute. Es war ein kleines Easter Egg zum Zeigen. Auf jeden Fall richtig geil. Oh ja. Genau, wenn ihr auch das Video bzw. das Easter Egg so feiert wie wir, dann spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.